Jetzt kommen wir zu dem zweiten angekündigten Vortrag von Frau Dr. Barbara Kavemann. Das war als Vortrag angekündigt. Und Sie werden jetzt gleich ein Gespräch hören. Das ist ja auch interessant mit Hilde Hellbernd, weil Professorin Barbara Kavemann ja aus gesundheitlichen Gründen heute sich nicht virtuell sichtbar zuschalten kann. Sie wird aber mit einem Standbild zu sehen sein und sie wird zu hören sein in einem Gespräch. Ja, als Professorin Dr. Barbara Kavemann mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, sagten damals die Laudatoren, ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu Fragen der Gewalt gegen Frauen und zum sexuellen Missbrauch an Kindern reicht nun schon mehr als 25 Jahre zurück. Ihr kommt eine Vorreiterrolle darin zu, diese schwierigen Themen immer offensiv zu vertreten und voranzubringen. Und das war bereits 2005. Also wenn man, dann kann man die Jahre noch mal dazu rechnen, die Frau Kavemann da schon engagiert ist. Sie hat in den letzten Jahren mit einem Schwerpunkt auf sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend gearbeitet und hat dazu unter anderem zwei wichtige Publikationen herausgebracht. Die eine heißt Erinnern, Schweigen und Sprechen nach sexueller Gewalt in der Kindheit, Ergebnisse einer Interviewstudie mit Frauen und Männern, die als Kind sexuelle Gewalt erlebt haben. Und die andere Publikation ist Erwartungen betroffener sexuellen Kindesmissbrauchs an gesellschaftliche Aufarbeitung. Und zuletzt arbeitet Frau Kavemann jetzt in dem Team, das die interdisziplinäre Online-Fortbildung voranbringt, Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt. Frau Kaufmann ist Diplomsoziologin, Mitglied in vielen wichtigen Organisationen, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, unter anderem im AKF und vor allen Dingen auch in der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch. Sie ist unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen in Freiburg bei FIVE Freiburg. Jetzt hören wir von ihr im Gespräch darüber, was psychische und soziale Belastungen durch sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend und auch in Paarbeziehungen, was wir darüber wissen und was wir noch wissen müssten. Und das Gespräch führt Hilde Hellbernd, die ich jetzt auch herzlich begrüße. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin und arbeitet bei Signal und gehört auch der Arbeitsgruppe im AKF an, die den Fachtag heute ja, mit organisiert hat. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, so Sie es nicht sogar schon gemacht haben. Sie können auch, wenn Sie Hilde Hellbernd dann größer sehen wollen, das in Ihrem Layout-Fenster nochmal einstellen unter Sprecheransicht. Wahrscheinlich haben Sie das aber eben auch schon bei Frau Schellong gemacht. Ich begrüße jetzt herzlich Professorin Dr. Barbara Kavemann im Gespräch mit Hilde Hellbernd. Ja, und ich begrüße auch ganz herzlich Barbara Kavemann und finde es ganz wunderbar, dass wir heute diese Form eines Gesprächs wählen können, da du dich eigentlich vor jeglicher Bildschirmtätigkeit gerade schonen sollst und so auch profitieren von deinen 40 Jahre Erkenntnissen, so lange wie du schon zum Thema Gewalt im Geschlechterverhältnis und sexuelle Gewalt forschst. Ich würde gleich anfangen mit einer Frage. Und zwar haben wir schon einiges gehört heute in dem Vortrag von Frau Schilling zu den psychischen Folgen. Aber ich weiß, dass du schon zum allerersten Frauenhaus, Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren, wenn du geforscht hast, also bis heute zu verschiedenen Aspekten. Was sagst du zu gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen? Wie siehst du das? Ja, hallo, ich hoffe, du hörst mich. Ich hoffe, auch für alle hören mich, ja? Kriege ich ein Ja? Hört man mich? Ja, könnte vielleicht noch ein kleines bisschen lauter sein. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ich kann jetzt hier gerade nicht viel ausrichten, da werde ich mal sehr laut sprechen, Ja, ja? jetzt ist super. Ja. Okay. Vielen Dank, Frau Hoffmann, für die Begrüßung. Schön, Hilde, dass du dieses Gespräch mit mir führst. Freue ich mich sehr. Ich habe halt einfach gerade zwei operierte Augen, kann noch nicht richtig gucken, bin nicht ganz vorzeigbar. Und von daher haben wir diese Lösung gewählt. Das ist ganz prima. Sonst hätte ich nämlich ganz absagen müssen. Das hätte ich selber auch sehr bedauert. Ja, was wissen wir nicht?
Ich muss gerade eingangs jetzt noch mal darauf hinweisen, dass es ja ein bisschen gewagt ist, diese beiden Themenbereiche so zusammenzuführen. Ja, die Gewalt in der Paarbeziehung, ja, das Gewalterleben von erwachsenen Frauen in Beziehungen, überwiegend heterosexuellen Beziehungen, aber nicht nur, in denen sie leben. Und parallel dazu die sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend. Also das heißt, das Gewalterleben von Kindern, teilweise auch sogar kleinen Kindern, und Jugendlichen, ja, in der Regel in Kontexten ihres Aufwachsens, ja, in der Abhängigkeit mit Erwachsenen. Schon zwei sehr unterschiedliche Gewaltphänomene, wenn es natürlich auch Verbindendes gibt. Ne? Also das Empfinden von Ohnmacht verbindet ja alle Gewalterlebnisse. Ja? Und ist aber ganz unterschiedlich, ja, ob das jetzt quasi eine Situation des Erwachsenenlebens ist oder eine Situation der Kindheit. Ja. Ich denke, ich werde jetzt im Folgenden immer wieder versuchen, das ein bisschen auseinander zu dividieren, ne, und aber auch zu schauen, wo ist da Gemeinsames. Ja. Es gibt zum Beispiel eine starke Gemeinsamkeit, die aber historisch gesehen, wenn wir jetzt historisch sagen, im Betrachten der jeweiligen Diskussion, wie sie gesellschaftlich geführt wurde bei uns zu Lande, die Diskussion über Trauma, sehr unterschiedlich in beiden Feldern. Ne? Als es ging und begann mit der Diskussion über sexuelle Gewalt in der Kindheit, ist es relativ schnell gegangen, dass von Trauma gesprochen wurde, traumatische Auswirkungen diskutiert wurden und das Ganze auch dann eben in den entsprechenden Fachbereichen ankam. Das war anders bei der Diskussion über Gewalt in Paarbeziehungen. Eingangs, als wenn ich zurückdenke an die Gründungszeit der Frauenhäuser, ja, an das gesellschaftliche Bekanntmachen des Themas häusliche Gewalt, ja, damals ganz klar Gewalt gegen Frauen oder Männergewalt genannt, ja, da ging es darum, diese Pathologisierung von Frauen der vorzubeugen, ja, und zu betonen, es handelt sich hier um ein Gewaltverhältnis und das sind quasi selbstständig denkende Frauen und keine Verrückten. Ja. Damals war einfach dieses, du bist verrückt, ich lass dich einweisen. Ja, eine ganz starke Drohungsmechanismus der gewaltausübenden Partner. Da hat sich heute ziemlich viel verändert. Man diskutiert das alles anders. Ja. Aber dass es sich hier um Trauma handelt, ja, dem wurde sehr, sehr vorsichtig begegnet, ja, eben mit dieser Befürchtung im Hintergrund, dann gelten die Frauen nur noch im Grunde als ein unmündiges Opfer. Und das muss verhindert werden, weil es geht hier um ein gesellschaftliches Problem von Unterdrückung und Gewalt im Geschlechterverhältnis. Ja. Also unterschiedliche Verläufe, ja auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten geführt. Das wollte ich am Anfang einmal noch mal kurz so setzen. Ja, die gesundheitlichen Folgen, also wir haben jetzt gerade sehr vieles, sehr Konkretes gehört zu den gesundheitlichen Folgen und sie summieren sich natürlich, ne? Sie summieren sich biografisch. Das heißt, immer wenn wir den Blick richten auf Frauen, die als erwachsene Gewalt erleben, besteht die Möglichkeit, dass dahinter bereits eine Geschichte von Gewalt in der Kindheit liegt. Und umgekehrt, wenn wir über Gewalt in der Kindheit sprechen und nachdenken, besteht die Möglichkeit, ja, dass diese Gewalt sich biografisch wiederholen und fortsetzen kann in unterschiedlichen Formen. Ja. Und es ist immer schwierig, wenn wir die sexuelle Gewalt, viele sagen lieber sexualisierte Gewalt, wenn wir die so hervorheben als etwas schlicht und einfach das Schlimmste, es wird sehr häufig so gesagt, das sei das Schlimmste. Ne? Ich finde das nicht zulässig. Ne? Ich finde es wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass sexuelle Gewalt eine spezifische Form der Gewalt ist. Ne? Ich finde es auch wichtig, dass wir sagen, dass jegliche Gewalt in der Kindheit spezifisch ist und sich unterscheidet von Gewalt im Erwachsenenleben. Aber was das Schlimmste ist, das bestimmen bitte die Betroffenen selbst und nicht wir für sie. Ja? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Wir haben so oft gesprochen mit Betroffenen im Rahmen unserer Interviewstudien und haben gesagt, was war für dich das Schlimmste? Und dann haben wir gedacht, so jetzt kommt die Vergewaltigung. Nein, sagten sie, das Schlimmste war für mich, dass mir keiner geglaubt hat. Das Schlimmste war für mich, dass ich alleine war. Das Schlimmste war für mich, dass meine Mutter dies oder jenes gesagt hat. Ja? Also es gibt
ein subjektives Recht zu bestimmen, was das Schlimmste ist. Wenn wir darüber nachdenken, über die biografische Summe, die biografische Kumulation von Gewalt erleben, müssen wir mitbedenken, dass es Gruppen, Bevölkerungsgruppen gibt, Gruppen von Frauen gibt, die eine besondere Kumulation von Gewalt erlebt haben. Zum Beispiel Frauen, die auf der Flucht waren, Frauen, die gefährliche und problematische Migrationswege hinter sich gelegt haben, aber auch zum Beispiel Frauen und Männer, die früheren Zeiten in der Heimerziehung waren, ja, und eine gruselige Kumulation von Gewalt jeglicher Art erlebt haben. Ne? Das sind Dinge, die wir mitbedenken müssen, wenn wir Betroffenen bedarfsgerecht und individuell passend helfen wollen. Ja? Und Gewalt bleibt eben nie ohne Folgen. Ne? Keine Gewalt geht folgenlos an denen vorbei, die sie erlebt haben. Aber das Interessante ist, dass wie Gewalt bewältigt werden kann, ne? Dass das deutlich mehr zu tun hat mit den, auch wie Resilienz entwickelt kann, wie Widerstandsfähigkeit entwickelt werden kann, ne? Wie Selbstbewusstsein wiederhergestellt werden kann, all das, ne? Hat deutlich mehr zu tun mit den Reaktionen des Umfeldes, ja? Und mit dem gesellschaftlichen Kontext, ja? Als quasi mit individuellen Faktoren. Ja? Und das ist etwas, was wir ganz doll immer mitbedenken müssen. Ne? Weil wir haben es ja vor allem, wenn es um Gewalt im privaten Raum geht. Und das ist ja häusliche Gewalt, das ist aber auch ganz überwiegend die sexuelle Gewalt in der Kindheit, die sich in privaten Räumen oder im privaten Umfeld abspielt. Da haben wir es ja ganz stark und sehr schnell mit Schuldumkehr zu tun. Ja? Das heißt ja immer, wenn diese Arten von Gewalt Thema werden, ne, dann kommt ganz häufig eine Reaktion wie, jetzt gucken wir doch mal nach den eigenen Anteilen. Ja? Gerade bei häuslicher Gewalt wird so stark immer wieder gesagt, jetzt gucken wir doch mal, was haben Sie dazu beigetragen. Ja? Damit wird immer sofort der Gewaltcharakter des Ganzen geleugnet. Es ist sicherlich richtig und auch für Betroffene hilfreich, wenn man danach guckt, was hat man selber möglicherweise dazu beigetragen, beziehungsweise was kann man selber tun, um erneut Gewalt zu vermeiden. Aber hier haben wir es mit einer Verantwortungs- und Schuldumkehr zu tun und das geht gar nicht. Und das haben wir sogar bei Kindern. Wir haben es nicht mehr so schlimm wie damals, als die Diskussion öffentlich wurde in den 1980er, 1990er Jahren, wo das zum Teil irgendwie gruselig war, was diskutiert wurde. Ja. Aber es ist immer und immer wieder. Und wir haben eben viele Berichte, ja, von Frauen und Männern, die als Kind sexuelle Gewalt erlebt haben, die sich therapeutisch unterstützen lassen, ja, und die davon berichten, wie wichtig es ihren Therapeutinnen oder Therapeuten ist, nach dem eigenen Anteil zu fragen. Ja. Deswegen betone ich das doch nochmal so. Das ist nicht besonders hilfreich. Hilde, ich rede zu viel. Unterbrich mich bitte. Ja. Nein, das ist ganz wunderbar und ich freue mich, wenn ich dich überhaupt nicht unterbrechen muss. Ja, aber ich würde diesen Gedanken oder diesen Aspekt gerne nochmal aufnehmen, weil du hast ja viele Interviews geführt mit Betroffenen von sexueller Gewalt in Kindheit, in ihrer Jugend, aber auch mit Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und diesen Aspekt, wie die Gesellschaft darauf reagiert, hast du ja vor allem in den letzten Jahren auch nochmal stärker angeschaut, beziehungsweise in eurer Interviewstudie Erinnern, Schweigen, Sprechen nach sexueller Gewalt in der Kindheit. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, was sind was sind Reaktionen, die Frauen erfahren, auch insbesondere im Gesundheitsbereich, beziehungsweise was sind hilfreiche Reaktionen, deren es mehr bedarf? Ja, ja. Ja, die Reaktionen, das ist so wichtig. Und ich fand es auch sehr schön, wie Tamara Luding heute Morgen gleich auf die Reaktionen eingegangen ist. Wir haben es eben immer wieder mit Reaktionen zu tun, die das Problem individualisieren. Wir sagen dann ganz schnell, die Betroffenen fühlen sich schuldig. Einmal nachdenken und wir würden sagen, den Betroffenen wird die Schuld zugeschoben und deswegen fühlen sich viele schuldig. Es geht um Reaktionen. Es wird immer noch viel verleugnet. Man möchte das manchmal gar nicht denken, ne? Aber wir hören heute von Betroffenen von sexueller Gewalt in der Kindheit, die sagen, sie haben eine Therapie begonnen, ne? Weil es ihnen jetzt schlecht geht.
Und als erstes wird in Zweifel gezogen, dass das Ganze überhaupt stattgefunden hat. Ne? Sowas ist dann besonders kritisch für Personen, die zum Beispiel unzusammenhängende oder nicht ganz klare Erinnerungen haben. Ne? Und das ist kein so seltenes Phänomen, ne? Wenn es um diese Form der Gewalt in der Kindheit geht. Ne? Viele können sich nicht durchgängig an alles erinnern, ja? Und sofort wird in Zweifel gezogen, ob das Ganze überhaupt so stattgefunden hat. Und da braucht es mehr Wissen, ja. Es braucht mehr Wissen, dass das ein ganz normales Phänomen ist. Ich war sehr froh, dass Frau Schellung das gerade noch mal betont hat und auch gesagt hat, dass das inzwischen begonnen wurde zu erforschen. Ne? Schädigende Erlebnisse werden aus der Therapie berichtet, ja. Dass zum Beispiel eine Therapie begonnen wird, ja, und irgendwann sagt die Klientin und spricht von sexueller Gewalt in der Kindheit und die Therapeutin oder der Therapeut sagt, also jetzt muss ich hier mal unterbrechen, das tut mir leid, also mit diesem Thema kann ich nicht arbeiten, da müssen Sie sich eine andere Therapeutin suchen. Ja. Das sind extrem enttäuschende Erlebnisse, die einen auch sehr zurückwerfen können in der eigenen Bewältigung. Ja. Es braucht eine Kompetenz, mit dem Thema umzugehen. Das kann jederzeit in jeder Therapie auftauchen. Ja. Natürlich ist es ganz schlimm, wenn in der Therapie sich Missbrauch wiederholt, ja, ob auf psychischer oder körperlicher Ebene. Auch das wird nicht selten berichtet. Bei den Anhörungen, die wir im Rahmen der Aufarbeitungskommission durchführen, hören wir immer wieder davon, ja, dass es unterschiedliche körperliche Übergriffe, aber auch starke Erfahrungen gibt mit psychischer Ausbeutung in der Therapie. Es gibt zu wenig Angst, zu wenig Kenntnisse zum Thema und deswegen berichten Betroffene manchmal, dass sie deutlich den Eindruck haben, dass Ärzte, Ärztinnen oder Therapeutinnen, Therapeuten, dass sie einfach Angst kriegen, wenn das Thema aufkommt. Ja? Dass sie Angst haben vor den Betroffenen, dass sie Angst haben vor dem Thema und dass sie dann in eine berufliche Rolle wechseln, die ihnen Sicherheit gibt und beginnen, die Betroffenen zu maßregeln, zu entmündigen. Ja? Und das ist etwas, was überhaupt nicht hilfreich ist. Also hier braucht es einfach im Gesundheitsbereich das Vermitteln von Sicherheit. Wie kann ich sicher mit diesem Thema umgehen? Und es braucht natürlich Kenntnisse zu besonderen, spezifischen Problemen, die hier auftauchen können, auch auftauchen können bei Gewalt in Paarbeziehungen, überhaupt nach Gewalt erleben. Zum Beispiel, wenn Betroffene davon berichten, von unspezifischen Schmerzen berichten, die sie quälen Tag und Nacht. Ja. Es findet sich keine somatische Begründung dafür. Ja? Aber diese Schmerzen sind real und hier muss geholfen werden und nicht quasi angezweifelt werden, dass hier jemand nicht ganz klar im Kopf ist. Und was eine große Belastung ist, die sich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen immer wieder niederschlägt, wenn es um Therapie geht. Das ist die Inkonsistenz der Therapiefinanzierung, das ist die Begrenzung der Therapiefinanzierung. Betroffene beschreiben deutlich, dass sie zum Teil also sich gar nicht richtig in ein Vertrauen begeben, wenn sie den Eindruck haben, dass das ist ja bald wieder vorbei, ja. Und jetzt ist es verlängert, aber jetzt ist es auch nur kurz wieder verlängert. Und dieser ständige Kampf, das wird immer mit dieser Metapher Kampf beschrieben in den Interviews, ja. Der Kampf um die Therapiefinanzierung, ja. Der Kampf mit den Behörden, der Kampf mit der Krankenkasse, der Kampf mit dem OEG, ja. Und immer der Kampf, dabei ist man selber in einer Situation, in der man Unterstützung braucht, sonst würde man keine Therapie suchen. Ja? Das heißt, in der die eigenen Ressourcen ja, ziemlich auf dem Minimum sind. Ja? Und dann, gerade dann, wird Betroffenen etwas abverlangt, was ihnen im Grunde kaum möglich ist, nämlich sich gegen Behörden durchzusetzen. Und das ist da mache ich jetzt einen Schlenker, Hilde. Das ist eine interessante Parallele zu den ganzen Abläufen bei häuslicher Gewalt. Die sind ja inzwischen ganz schön untersucht. Gerade die Kolleginnen Glau und Meyer aus der Schweiz haben da sehr, sehr interessant zu geforscht mit einer großen Stichprobe von Frauen aus den Krankenhäusern in Zürich. Und die haben nochmal wiederholt, was es
was man ja bereits quasi als ein Modell im Kopf hatte, nämlich diese unterschiedlichen Phasen bei häuslicher Gewalt, wo immer gesagt wird, ja, die Beziehung, die beginnt eigentlich in einem guten Zustand, ne? Man nennt das Honeymoon, ein Paar kommt zusammen, ja, dann gibt es einen Prozess der Verschlechterung, die Gewalt ist da noch nicht erkannt, manchmal den Betroffenen auch als Gewalt noch gar nicht präsent, ja, aber Kontrolle setzt ein, Beherrschung setzt ein, ja, erste körperliche Übergriffe, ja, psychische Gewalt, Beschimpfungen, Herabsetzungen, Entwürdigungen, ja, dann wird Gewalt erkannt, wird auch im Unterstützungssystem erkannt. Es gibt Beratung, es gibt Schutz in Frauenhäusern, ja, es gibt polizeiliche Intervention, es gibt rechtliche Intervention und dann die Rückkehr in die Normalität, alles wieder gewaltfrei. Ne? Und das ist eine solche Illusion, ne? Weil es hat sich herausgestellt, wenn man nämlich die Betroffenen ordentlich fragt, ja, dann erfährt man, dass da eine wichtige Phase dazwischen liegt, nämlich die Phase der Bewältigung. Und eigentlich müsste das die Phase der Bewältigung der Gewalt sein. Aber es ist nicht nur die Phase der Bewältigung der Gewalt, dazu kommen die Betroffenen in der Regel gar nicht, weil es ist die Phase der Bewältigung der Interventionen und der Folgeprobleme. Das heißt, dass sich auseinandersetzen mit, finde ich eine Wohnung? Wie ist es mit dem Sorgerecht mit den Kindern? Wie laufen hier gerade die rechtlichen Abläufe, ja, bekomme ich eine Unterstützung, wo bekomme ich die her, wie sichere ich den Lebensunterhalt, ja, meine Erziehungskompetenz als Mutter wird in Frage gestellt, wie gehe ich damit um, mein Aufenthaltsrecht ist in Gefahr, wie gehe ich damit um, ich bekomme Beratung, aber die sprechen meine Sprache nicht. Das heißt also eine Vielzahl an Bewältigung von den Folgeproblemen dessen, dass die Gewalt offen geworden ist. Und diese ganzen sozialen Probleme, die werden völlig vergessen oft im Nachdenken darüber. Die Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen, für die ist das tägliches Brot, damit zu arbeiten. Aber übersehen wird gesellschaftlich, dass hier kein Raum gegeben wird für Erholung und Bewältigung von Gewalt. Und dass in dieser Situation der vollständigen Überforderung, erstens, das große Risiko besteht, dass Frauen in Gewaltverhältnisse zurückkehren, weil da kennen sie sich aus. Ja? Oder aber, dass quasi eine Bewältigung des Gewalterlebens weit herausgeschoben werden muss, weil und in dieser Situation niemand sich ohne weiteres auf Therapie einlassen kann. Also das fand ich nochmal, das finde ich ein sehr interessantes Forschungsergebnis, was mitgedacht werden muss, weil hier spielt natürlich der Gesundheitsbereich eine große Rolle, der hat auch die Möglichkeit, Pausen einzulegen. Wir haben das ja vorhin gehört, ne? Da ist die Mutter-Kind-Kur, ja? Oder da ist quasi eine Absicherung von therapeutischer Unterstützung, die auch Sicherheit vermitteln kann. Ja? Also da muss man viel mehr tun in dieser Phase, ja? Um zu unterstützen, zu stützen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das finde ich nochmal sehr wichtig, dass du auch auf die sozialen Folgen hinweist und wie viel Kraft, wie viel Ressourcen es braucht, um überhaupt eine Unterstützung zu suchen und zu finden. Zu finden. Und du hast nochmal gerade auch viel geschaut zur Situation von Frauen in Schutzeinrichtungen, von Frauen mit, von Müttern mit Kindern, die von Gewalt, von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und wie siehst du eigentlich das Spektrum an psychischer Gesundheitsversorgung? Ich denke jetzt an ein breites Spektrum von Bedarf an stationärer, ambulanter Angeboten bis hin aber auch zu niedrigschwelligen Angeboten. Ja, die, wenn es quasi richtig an die Gesundheit gegangen ist, dann tauchen bestimmte Probleme auf. Bleiben wir beim Bereich häusliche Gewalt, Gewalt in Paarbeziehungen. Wenn Frauen zum Beispiel unter massiven psychischen Problemen leiden, und das ist ja nun erstens kein Wunder und zweitens nicht selten bei lang andauernder Gewalt, in der man gelebt hat in einer Beziehung. Wenn sich psychische Probleme manifestieren und man von psychischer Erkrankung spricht, dann wäre es zum Beispiel total gut für ganz viele Frauen, wenn sie in Anspruch nehmen könnten, eine stationäre Therapie. Also einfach wirklich raus aus dem Alltag, ja, auch Verantwortung abgeben können, ja, und gut unterstützt werden. Hier haben wir ein großes Problem.
Es gibt wenig Möglichkeiten für Frauen, die in stationäre Therapie gehen, ihre Kinder mitzunehmen. Ja, ja, was sollen sie dann machen? Ja, sollen sie die zum gewalttätigen Vater zurückgeben? Ja, oder sollen sie sie ins Heim geben? Ja, deswegen nehmen viele Frauen diese Unterstützung gar nicht erst in Anspruch. Das zweite Problem ist, dass die stationären Einrichtungen wenig Sicherheit bieten können. Es sind ja offene Einrichtungen, ja. Es sei denn, man bringt Frauen geschlossen unter, aber bitte, warum soll man die Frauen geschlossen unterbringen, was gleichzeitig wiederum eine Pathologisierung ist? Erforderlich wäre, dass Schutz geschaffen wird. Und ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass es jetzt in Berlin eine Station geben soll für stationäre Therapie, die auch Schutz bietet, das heißt, es schlicht und einfach nicht jeden reinlässt, auch nicht den Partner, wenn er kommen will. Ein vergleichbares Problem, wenn es geht um eine nicht seltene Reaktion auf Gewalterleben, vor allem fortgesetzten Gewalterleben, wenn Suchtmittel in Anspruch genommen werden. Auch darauf wurde ja von Frau Schellung bereits eingegangen. Ich möchte das nochmal betonen, dass wir hier wirklich ein Problem haben, auch wiederum Kinder mitzunehmen. Ja, und Kinder gut, nicht die Kinder jetzt in dieser Krisensituation nicht zu trennen, ja, dass es wenig geschützte Räume gibt und im Suchtbereich vor allem auch wenig frauenspezifische Räume gibt. Ja. Und es geht natürlich nicht an, ja, die gewaltbetroffene Frau in eine Gruppe von 10 alkoholkranken Männern zu setzen, was aber ganz offensichtlich nicht selten so ist, weil die Strukturen so sind und weil zum Beispiel Alkohol ein sehr männerdominiertes Problem ist. Ja. Es braucht aber hier auch geschützte Räume, es braucht frauenspezifische Räume, ne, und es braucht in jeder solchen Institution, das ist was ganz Wichtiges. Wir kennen das zum Teil selber, wenn wir mal aus dem einen oder anderen Grund im Krankenhaus waren. Es braucht Rückzugsmöglichkeiten, gerade wenn es einem so schlecht geht. Das heißt, es braucht die Möglichkeit, Türen zu schließen. Es gibt Möglichkeiten, hier das Ganze weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt gerade mal bei dem Beispiel bleibe, was ich eben angesprochen habe, nämlich wenn es geht um den Bereich Sucht und häusliche Gewalt. Schwierig, wenn diese Dinge zusammenkommen und sehr destruktiv, wenn sie zusammenkommen. Nämlich neben dem kritischen und zweifelnden Blick auf eine Frau, die sagt, sie hat Gewalt durch den Partner erlebt, kommt dann noch der gesellschaftlich verurteilende Blick auf die trinkende Frau. Ja, das heißt, wir haben hier eine absolute Ballung von Stigmatisierung, ja, und da muss vorgebeugt werden, da muss sorgfältig mit umgegangen werden. Ja. Und wir haben damals, ich durfte das wissenschaftlich ein Stück weit begleiten, ein wundervolles Modellprojekt machen können, mal ausnahmsweise finanziert vom Gesundheitsbereich, in Rostock und Stralsund, ja, Kooperationsaufbau zwischen diesen beiden Bereichen, ja, Schutz von Frauen vor Gewalt und Mitdenken der Kinder auf der einen Seite, ja, und Unterstützung bei Suchtproblemen auf der anderen Seite. Und diese beiden in sich gut arbeitenden und vernetzten Bereiche hatten kaum Berührungspunkte. Ja? Und es konnte in diesem Modellprojekt wunderbar entwickelt werden, wie kriegen wir die in eine gemeinsame Vernetzung und Kooperation. Und das war einfach begeisternd. Und wie alle Modellprojekte oder die meisten dieser Art stirbt das Ganze dann ab, ja, wenn die Bundesfinanzierung zu Ende ist und die Länder nicht einsteigen, da sind wir immer noch am Strampeln. Ja. Aber ich möchte noch einmal, weil du das auch gerade so gesagt hast, dass du das auch wichtig findest, noch mal eingehen auf die sozialen Folgen. Das war auch unterschiedlich bereits kurz adressiert. Das Gewalterleben, wie gesagt, das hat Folgen. Und das hat jetzt nicht nur psychische Folgen, sondern wenn psychische Folgen, dann haben die wiederum Folgen. Und was wir manchmal mitbedenken müssen, das sind die Folgen der Folgen. Ja, das heißt, die psychische Belastung bereits im Kindes- und Jugendalter, ja, kann dazu führen, zum Beispiel, dass das Aufwachsen anders verläuft, dass aber auch Bildungskarrieren völlig anders verlaufen. Ja, dass anhaltende Belastung und Konzentrationsprobleme dazu führen, dass Schulabschlüsse nicht gelingen, dass Berufsabschlüsse nicht gelingen. Ja, eine biografische Belastung von Anfang an, ja, die häufig in prekären Verhältnissen und in Armut endet. Wenn wir jetzt sprechen mit Betroffenen von sexueller Gewalt in der Kindheit, dann erleben wir aber auch häufig andere Abläufe, nämlich die, dass es lange Zeit richtig gut gegangen ist. Ja?
und sie selber lange Zeit in dem Glauben waren, das hat eigentlich gar nichts mit mir gemacht, das ist doch in Ordnung. Und wenn was aufkommt, ja, dann packe ich das nach hinten, ja, in irgendeine innere Kiste, da mache ich da ein Schloss vor. Und wenn es hochkommt, mache ich noch ein Schloss vor. Und ich will damit nichts zu tun haben mit dieser Vergangenheit. Und so können Menschen lange Zeit funktionieren, ne? Genau wie auch Frauen im Gewaltverhältnis lange Zeit funktionieren können und irgendwann in der Mitte des Lebens brechen sie zusammen. Die Frau Schellung hat vorhin diese Säule in der Mitte gezeigt. Ja? Da ist die Gewaltbetroffenheit bei häuslicher Gewalt am häufigsten. Da ist aber auch das Zusammenbrechen derer, die frühere Gewalt erlebt haben, am häufigsten. Ja? Und dann kann es sein, dass sie wirklich aus allem rausfallen, was sie sich bislang im Leben aufgebaut haben. Dass sie feststellen, sie sind nicht mehr gut belastbar, dass sie sich eine längere Zeit krank schreiben lassen müssen, dass sie rausfallen aus dem Job und dass sie rausfallen aus der Gesellschaft, weil sie den Anforderungen der Leistungsgesellschaft nicht mehr genügen. Und das ist eine richtige Katastrophe, die einen dann nach so vielen Jahren einholen kann. Eine richtige Katastrophe, weil sie Teilhabe verweigert, weil sie die Betroffenen alleine lässt mit den Folgen der Gewalt und mit den Folgen der Folgen. Und hier passiert viel zu wenig. Hier braucht es andere Unterstützungsmöglichkeiten. Hier braucht es erstens ein Anerkennen dessen, dass das Folgen von Gewalt sind. In Interviews und auch in Anhörungen der Kommission, wir hören so häufig davon, dass uns berichtet wird, ja, jetzt sagen alle, ich bin faul, weil ich auf Unterstützung angewiesen bin. Ich bin nicht faul, ich will arbeiten, aber man lässt mich nicht. Ich kann keinen 100%-Job mehr führen, aber man gibt mir keine anderen Möglichkeiten. Eine Betroffene hat mal in einem Interview wunderbar ausgeführt, wie es wäre, wenn es so etwas wie das Hamburger Modell für Gewaltbetroffene gäbe. Also sie sind nicht auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit, aber sie wollen nicht aus der Gesellschaft herausfallen. Wir haben mehr als einmal gehört, wenn wir in der Kommission angehört haben, also Betroffenen die Möglichkeit gegeben haben, selbstbestimmt und ohne zeitliche Begrenzung erst einmal zu erzählen, was sie sagen möchten, ihr Leben. Dass danach uns gesagt wurde, danke, ich fühle mich jetzt wieder als Teil der Gesellschaft. Das heißt, diese Anerkennung ist ein Anfang, diese Anerkennung, die wir geben können. Aber die Anerkennung muss sozialpolitisch, gesellschaftlich umgesetzt werden. Es muss Möglichkeiten geben, Teil der Gesellschaft zu bleiben, auch wenn man den Anforderungen der Leistungsgesellschaft nicht voll genügt. Aber das ist mir ein so wichtiger Punkt, weißt du? Weil das ist... wir haben jetzt auch noch mal zu diesem, darf ich noch? Ja. Nein, ich wollte nicht nur bestärken an diesem Punkt, weil ich denke, das ist unglaublich wichtig und es wird meines Erachtens der Blick viel zu wenig darauf gerichtet. Was bedeutet es eigentlich, aus dem Arbeitsleben rauszufallen, eingeschränkt zu sein? Wie weit wird es auch von den Institutionen, die mit zuständig sind, wie Rentenversicherung überhaupt beachtet? Ja, von daher. Wir sind beim Thema Kampf, ne? Also, was ist die Gesellschaft bereit, mir zu bieten, wenn sie mich so im Stich gelassen hat, als Kind und auch danach? Also, was bietet mir Gesellschaft? Und der Kampf um Opferentschädigung, das ist eine Geschichte, da kann man nur dran verzweifeln. Selbst mit der Neuerung jetzt. Und dann gibt es den Fonds sexueller Missbrauch und dann dauert es 2 Jahre, bis die Sachen bearbeitet sind. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem theoretisch gut funktionierenden System, was in der Praxis die Betroffenen weitgehend alleine lässt. Und wie gesagt, man wendet sich an diese Institutionen, wenn man nicht in besonders guter Verfassung ist. Ja? Man wendet sich daran, wenn man dringend Unterstützung braucht und viele warten viel zu lange. Ja? Und dann wird einem im Grunde eine Durchsetzungsleistung gegen staatliche Stellen abverlangt, wie soll man das erbringen in dieser Situation? Ja? Das ist manchmal echt zum Heulen. Ja? Aber ich möchte noch eine andere Geschichte angehen von sozialen Folgen. Und das ist uns jetzt gerade so deutlich geworden. Wir haben in der Corona-Zeit als Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs eine Befragung gemacht. Ich habe da zweimal, also das ausgewertet, einen Fragebogen an Betroffene gerichtet
Wie geht es euch jetzt in dieser Zeit? Und es war total spannend, die Ergebnisse, ne, weil die hatten ganz viel zu tun mit den Folgen der Gewalt, ne, und mit dem Kampf. Ne? Weil einmal haben ganz viele gesagt, meine Therapie ist weggebrochen, ich bin am Verzweifeln, ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Beratungsstelle kann ich nur noch digital erreichen und das geht nicht. Meine Therapeutin sitzt mir mit einer Maske im Gesicht vor mir und das halte ich nicht aus. Ja? Meine Selbsthilfegruppe, das war mit das Einschneidendste, ja, alle Gruppen durften sich nicht treffen. Ja? Die Selbsthilfe konnte nicht stattfinden, all das. Ne? Andere sagten, ich finde das ganz interessant. Jetzt erleben andere mal, wie es mir eigentlich immer geht. Social Distancing ist mein Lebensstil. Ja? Ich muss schon immer unter Kontaktarmut leiden, weil ich anders nicht leben kann. Das gelingt nicht mit dem Kontakt zu anderen. Ja? Wiederum andere sagten, ich bin im Moment so auf meine Familie zurückgeworfen, dass ich ständig Täterkontakt habe und kann es gar nicht mehr vermeiden. Ne? Also es gab wirklich hochinteressante Reaktionen darauf und am einschneidendsten war für mich dieses, ja, dass das Kontaktvermeiden, ne, also wie, das geht einem so ans Herz, ne, wenn dann Leute sagen, aber da, so lebe ich doch immer, anders geht es für mich gar nicht. Ne. Ja, jetzt habe ich mich von meinem roten Faden weggeredet. Ja? Ja, aber ich bin wieder an diesem Punkt angekommen. Ne? Es geht um soziale Teilhabe. Gewalt darf nicht, und vor allem die Folgen der Gewalt, es ist ja nicht die Gewalt, es sind die Folgen der Gewalt, ja? Die dürfen nicht dazu führen, dass soziale Teilhabe verhindert wird. Genau, das wollte ich gerne auch nochmal aufgreifen, was ihr in eurem Bericht als Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs herausgegeben habt, zu den Erwartungen. Ja. Von Betroffenen an gesellschaftliche Aufarbeitung und halt auch zu Erwartungen, eben was im Gesundheitsbereich nochmal anderes passieren muss oder damit es eine bessere oder andere Unterstützung auch geben kann zur Bewältigung von sozialen, von gesundheitlichen Folgen. Und diese Bewältigung, wir haben ein spannendes Projekt gemacht und haben uns Bewältigungsverläufe angeschaut. Da gibt es übrigens auch sehr, sehr interessante Literatur vom IPP München, die ganz viel mit Betroffenen zur Bewältigung gearbeitet haben, der Peter Kaspari da zum Beispiel. Aber unsere Untersuchung hat so deutlich gemacht, dass, also wie diese Bewältigungsverläufe pendeln im Grunde. Ja? Wenn Betroffene darüber schreiben oder darüber sprechen, ne? Wenn es jetzt geht um ihre Kindheitserlebnisse, ich kann mir vorstellen, dass wenn man das vergleichbar erforschen würde, das für Gewalt in Paarbeziehungen ganz ähnlich ist. Ne? Dass sie sagen, okay, ich habe mich da rausgeschafft. Ja? Und ich habe das Ganze ein Stück weit hinter mir gelassen. Ja? Und ich habe mir ganz gut was aufgebaut. Aber dann, ne? Man muss sich immer an der Sprache orientieren. Ja? Dann kommt die Intervention. Aber dann ist etwas passiert. Ja? Ich hatte eine Begegnung, der Täter hat Kontakt aufgenommen, irgendetwas ist schiefgegangen. Ja? Und ich bin wieder zurückgefallen. Und dann in den Sumpf. Ne? Das sind Metaphern, die da benutzt werden. Ja? Ins Dunkel, nach unten, in den Sumpf. Dann habe ich mich da wieder rausgearbeitet. Ich habe eine Therapeutin gefunden. Die hat mir total geholfen. Ja? Dann ging meine Therapeutin in Rente. Ich war wieder im Sumpf. Ja? Dann habe ich mich da wieder rausgeschafft. Ja? Dann habe ich einen Antrag gestellt. Dann wurde das Ganze abgelehnt. Wumms, ich war wieder im Sumpf. Ja? Das heißt, diese Pendelbewegung, ja, zwischen der Seite, die so dominiert und bestimmt ist durch das Gewalterleben in der Kindheit und der Seite, wo man eine Freiheit sich geschaffen hat, sich rausgearbeitet hat, ja, das Pendeln dazwischen, das ist etwas, was meines Erachtens diese gesundheitlichen Planungen so nicht wahrnehmen und nicht, ne? Weil da wird gesagt, okay, man macht Therapie, die kann auch nochmal verlängert werden, das war's dann. Ne? Ja. Dass aber Menschen im Grunde schnell abrufbar immer den Zugang dazu haben müssen. Ja? Ich weiß nicht, ob die Traumaambulanzen das jetzt leisten können, ja? Weil es geht ja nicht immer um Trauma. Ne? Aber man muss schnellen Zugang haben zu Unterstützung, wenn man gerade wieder, nachdem man sich aus allem rausgeschafft hat,
erneut zurückgeworfen wurde. Und die Corona-Phase war für viele, die jahrelang stabil gelebt haben, genau so einen Moment, wo sie wieder total zurückgeworfen worden sind. Ja? Und dann war Therapie nicht zugänglich, ja? Weil Kontaktbeschränkung. Ne? Also da, das sind Dinge, da, die muss man mitdenken. Ne? Es ist nicht ein lineares sich herausarbeiten aus der Gewalt in die Freiheit, in das gute Leben. Das ist eine Wunschvorstellung von ganz vielen Betroffenen. Und ihre Realität ist, dass sie immer auf dem Weg dahin sind, so Sisyphus-mäßig, ja, immer in der Gefährdung, wieder zurückgeworfen zu werden. Barbara, mit Blick auf die Zeit möchte ich jetzt gerne noch eine Frage dir stellen und dann auch die Gelegenheit den Teilnehmenden lassen, dass sie auch Fragen stellen können. Und ich wollte noch mal zu dem Titel von deinem Vortrag kommen, wo es heißt, was müssen wir noch wissen? Ja, da würde mich interessieren, wo siehst du Forschungslücken im Bereich von psychischer Gesundheitsversorgung? Das ist das eine und das andere. Ich möchte auch ganz gerne noch mal erwähnen, dass du mit anderen zusammen einen E-Learning-Kurs zur Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt entwickelt haben, auch mit dem Ansinnen, dass stärker das Fachkräfte im Gesundheitsbereich erreicht werden können mit einem E-Learning-Angebot. Da interessiert mich auch, wie weit findet sowas statt oder was sagt die Evaluierung davon? Ja. Gut, erstmal zum E-Learning, dann zur weiteren Forschung. Ja, das mit dem E-Learning-Programm, das ist schlicht und einfach eine Erfolgsgeschichte, die mich auch sehr glücklich macht. Wir hatten ja den ersten Testdurchlauf sehr gut besucht, ne? Und daraufhin nochmal ganz neu mit den Rückmeldungen der Teilnehmenden überarbeitet, optimiert, verbessert, ja? Und jetzt Mitte Juli den zweiten Testdurchlauf gestartet mit 4.700 Anmeldungen. Ne? Das heißt, da haben wir uns richtig gefreut über dieses große Interesse. Ne? Und dieser Kurs bietet, jetzt läuft er natürlich, jetzt kann man gerade nicht einsteigen, weil wir wollen ja evaluieren. Das heißt, wir können da nicht eine ständige Fluktuation drin haben. Aber wir hoffen sehr, dass wir eine Anschlussmöglichkeit organisieren können, wenn jetzt im Frühjahr die Bundesfinanzierung ausläuft. Und kann nur alle, die den Kurs toll finden, bitten, ja, setzt euch dafür ein, dass das Ganze nicht auch abstirbt nach der Modellphase. Ja? Wir haben viel drin zum Gesundheitsbereich, ne? An Texten, an Übungen, was wir zum Beispiel auch aufgenommen haben, weil wir dachten, na, das macht doch Sinn, ne? Das sind lauter kleine Videofilme, ne? Und zum Beispiel auch haben wir mit einer Ärztin einen kleinen Videoclip gedreht. Wie spreche ich das denn an, wenn die Patientin vor mir sitzt und ich denke, na, das ist doch aber, da ist doch Gewalt, spielt doch da eine Rolle. Ja, wie sage ich denn sowas? Wie mache ich das im Gespräch? Ne? Oder wenn eine gewaltbetroffene Frau meine Patientin ist und ich den Eindruck habe, oh, jetzt geht's aber um Alkohol. Ja, wie spreche ich das an? Ja, ohne jemanden zu beschämen, ja? Ohne die Beziehung, die man miteinander hat, in Gefahr zu bringen. Solche Sachen, ne, haben wir drin im Kurs und ja, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass wir ihn fortsetzen können. Und jetzt die Forschung. Du hast danach gefragt und ich habe eine lange Liste erarbeitet. Ich werde mich jetzt mal kurz fassen. Ich kann auch meine eigene Schrift so furchtbar Ja. schlecht lesen mit meinen noch nicht ganz fitten Augen, aber ich tue mein Bestes. Was wir brauchen, und da bleibe ich gleich bei diesem Thema dabei, ja, das ist mehr Forschung dazu, wie können wir die Kooperationen verbessern. Also wirklich ganz praxisbezogene Forschung, wie können wir die Kooperationen zwischen den einzelnen Bereichen im Unterstützungssystem verbessern. Zum Beispiel, was ich sagte, Gewaltschutz, Suchthilfe. Wie kriegen wir das besser hin? Was wir brauchen, ist Forschung zu Bewältigungsverläufen noch mehr. Wäre sehr schön, das auch für häusliche Gewalt mal erforscht zu haben. Das wird alles so vernachlässigt. Und da brauchen wir, und das brauchen wir grundsätzlich immer, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, wir brauchen partizipative Forschung. Das heißt, wir brauchen eine Forschung, in die die Betroffenen selbst maßgeblich eingebunden sind, weil sie sind die einzigen, die verlässliche Antworten geben können über ihr Gesundheitsempfinden und über das, was sie brauchen, was ihnen hilft.
es gibt ja auch immer wieder eben in unseren Interviewstudien die Aussage, ja, ich habe Therapie bekommen, aber es hat überhaupt nicht gepasst. Das war für mich alles überhaupt nicht richtig, was da gemacht wurde. Und hinterher habe ich mich sogar schlechter gefühlt. Das heißt, es braucht passende Angebote und was passt, können Menschen nur individuell sagen. Und manchmal passt etwas, was andere abwegig finden. Und dann sage ich mir schon wieder, Hauptsache es hilft. Was wir brauchen, aus meiner Sicht, ist eben Forschung zu der Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe bei Einschränkungen durch Gewalterleben. Das wäre auch viel, da wäre im Grunde sozialpolitisch etwas erforderlich. Es geht darum, diese sozialen Folgen ernst zu nehmen und die Rechte von Betroffenen zu sichern. Wie das gehen kann, sollte Forschung erheben. Was gut wäre, weil wir es hier mit einem einerseits beglückenden, andererseits sehr belastenden Phänomen zu tun haben. Das ist die Frage nach der Elternschaft. Also wenn Frauen und Männer, die als Kind sexuelle Gewalt erlebt haben und Kinder haben, wenn die selber Eltern werden und Kinder haben, ja, was bedeutet das? Das kann eine Erfahrung sein, die, wie gesagt, die sehr beglückt. Also das im Interview sagen, also Gott, wenn unsere Tochter nicht gewesen wäre, ich weiß gar nicht, was aus mir geworden wäre. Und auf der anderen Seite aber Panik, Belastung, anhaltende Ängste, ja, und die große, große Sorge, vollständig zu versagen als Elternteil. Panik, wenn das Kind in das Alter kommt, in der eigene sexuelle Missbrauch stattgefunden hat. All das, das ist noch unterbelichtet, sehr, sehr unterbelichtet. Und interessant auch vorhin dieser Hinweis auf die Geburt, das wurde ja bereits diskutiert. Was uns fehlt, ist noch Forschung zu der Organisation von Betroffenen. Was kann Organisation, Empowerment, Selbstorganisation, ja, und die Präsenz von Betroffenen sichtbar in der Öffentlichkeit an Strukturveränderungen und an der Veränderung der Wahrnehmung von Betroffenen bei Behörden und in den jeweiligen Systemen bewirken. Wir haben erlebt, nach 2010, dass die Selbstorganisation und die sichtbare Präsenz von Betroffenen von sexueller Gewalt in der Kindheit und Jugend viel politisch bewirken konnte. Und das ist etwas, was uns fehlt im Bereich häusliche Gewalt. Das ist natürlich auch schwierig. Für die heute Erwachsenen liegt die Gewalt in der Kindheit länger zurück. Für die von Gewalt betroffenen Frauen ist die Gewalt in der Paarbeziehung oft noch sehr, sehr nahe dran. Aber trotz und alledem würde es wirklich helfen, wenn wir auch hier gucken würden, wie kann Selbstorganisation und Sichtbarkeit, gesellschaftliche Präsenz, ja, die Wahrnehmung von Betroffenen in der Öffentlichkeit verändern? Wie können Opferklischees aufgelöst werden? Ja? Wie können Stigmatisierungen aufgelöst werden? Ja? Und dadurch quasi auch das Verhältnis. Tamara Luding hat heute Morgen von Augenhöhe gesprochen. Ja? Wie kann das dazu beitragen, dass die Institutionenvertreterinnen und die Vertreterinnen und Vertreter der Unterstützungssysteme den Betroffenen stärker auf Augenhöhe begegnen können? Ja, ja. Ja. Und noch eins, darf ich noch eine Forschungsmöglichkeit? Ja, natürlich. Ja. Und zwar wieder bei dem Thema Gewalt, sexuelle Gewalt in der Kindheit oder überhaupt Gewalt in der Kindheit. Das betrifft nicht nur die sexuelle Gewalt. Menschen, die in der Kindheit in Institutionen gelebt haben, in diesen Institutionen, in der Heimerziehung, in den Werkhöfen der DDR, schwerste Gewalt erlebt haben, die stehen jetzt im Alter vor der großen Befürchtung, erneut in ein Heim zu sollen. Und das ist eine Horrorvorstellung nach der Geschichte der Gewalt in der Heimerziehung. Und es braucht Lösungen für diese Betroffenen. Wie können sie anders leben? Und hier wäre ein wiederum sehr partizipativ gestaltete Forschung gut und richtig. Wie können wir hier Alternativen entwickeln? Ja, ich meine, ich könnte die Wunschliste fortsetzen, mache ich aber. Ja, ich hoffe auch, wir bleiben im Dialog und die Wunschliste oder die Bedarfsliste wird weiter fortgesetzt. Ganz, ganz vielen Dank und ich finde es ganz toll, dass du auch diesen Aspekt mit draufgenommen hast. Was müssen wir alles noch wissen? Ja, und jetzt möchte ich ganz gerne das Wort wieder an Frau Hoffmann geben. Danke. Ja, war schön mit dir. Mhm.
Vielen Dank, Frau Hellbernd, für das wunderbare Gespräch und Frau Kavemann für Ihre wahnsinnig engagierte Vortragsweise. Ich konnte Ihnen so gut folgen und Sie konnten es wahrscheinlich nicht sehen, aber die klatschenden Hände laufen hier heiß sozusagen. Da Ganz bedanke ich viele, mich doch. Da bedanke ich mich für diese ganz Rückmeldung. viele klatschende gelbe Hände. Ja, und Sie haben mit Ihrem Vortrag auch wieder einen regen Austausch auch im Chat quasi parallel angeregt. Jetzt frage ich mal Ja, da muss Frau man mich Dörr. helfen, weil das kann ich leider nicht lesen. Ja. Nee. Also brauchen Sie auch tatsächlich insofern nicht, weil es gibt ganz viele tolle Anregungen, die festgehalten werden in der Dokumentation auf der Pinnwand. Und jetzt frage ich Frau Krause mal, gibt es eine Frage, eine Stellungnahme, wo Sie sagen, ja, das wäre jetzt super, hier nochmal eben in den nächsten 4 Minuten mit Frau Kavemann zu besprechen? Die klatschenden Hände laufen weiter, Frau Ja, Kavemann. kann ich auch nur, Okay. kann ich nur bestätigen. Ich bin auch begeistert. Vielen Dank für die vielen klaren Worte, die, glaube ich, sowohl den Betroffenen als auch den Profis hier wirklich aus dem Herzen gesprochen hat. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Ich möchte gerne zwei Sachen nochmal erwähnen, die im Chat am Anfang auch gleich gelaufen sind. Das eine ist die Anmerkung nochmal von Silke Schwarz, dass die Drohung mit der angeblich labilen Psyche der Frau immer noch vor allem in Bezug auf Kinder und Sorgerechtsauseinandersetzungen mit Partnern, also in der Partnerschaft missbraucht wird, also von dem anderen Teil. Das möchte ich auch nochmal sehr unterstreichen. Das erleben wir auch in den Häusern der Müttergenesung. Da hören wir genau diese Geschichten. Das wollte ich einfach nochmal bestärken. Und dann fand ich auch nochmal eine Anmerkung ganz wichtig. Und das passt zu dem, Frau Kabemann, was Sie am Schluss gesagt haben. Also die Möglichkeit, die Türen zu schließen, werden konkret ausgeschlossen in einer Schutzeinrichtung für geflüchtete Frauen in Hamburg, damit sie, also weil sie ansonsten überhaupt gar nicht bleiben würden. Ja, also wenn man die Türen schließt, so. Aber das ist ja, betrifft ja eigentlich auch das, was Sie eben noch mal angesprochen haben, für Menschen, die in Institutionen schon aufgewachsen sind und dort Gewalt erlebt haben. Wie wollen die leben? Eine Frage war dann, wenn eine gewaltbetroffene Frau nicht mehr ins medizinisch-psychiatrisch-psychosomatische System will, wo kann sie dann eine der stationären Behandlungen, also wo kann sie dann eine adäquate Unterstützung bekommen? Zum Beispiel, wenn sie raus aus der Wohnung muss, gewaltschutzsensible Begleitung. Haben Sie da vielleicht Hinweise, Erfahrungen? Können Sie es gerade noch mal? Das ist so ein bisschen komplizierter Satz gewesen, ne? Ich hab's Ja, ja, genau. Es geht eigentlich, wenn ich es anders in meine Worte nochmal fasse, geht es darum, dass Frauen manchmal vielleicht auch einfach die Nase voll haben mit der medizinischen Versorgung, psychiatrische, psychosomatische Versorgung, all das. Und wenn sie sich dann einfach in dieses System nicht mehr begeben will, gibt es dann eigentlich noch Hilfestellungen, zum Beispiel bei Wohnungssuche oder einfach Alltagsbegleitung? Dafür gibt es ja den ganzen Beratungsbereich, ne? Also die Frauenberatungsstellen können ja viel Unterstützung anbieten, also jenseits jeglicher behördlicher oder sonstiger Systeme, ja, und können zum Teil auch konkrete Unterstützung und Begleitung anbieten. Aber hier zum Beispiel wäre es gut, wenn man eine Verbindung hätte von Beratung und Selbsthilfe, ne? Weil vieles an sehr praktischer Unterstützung, alltagspraktischer Unterstützung, die ganz, ganz ausschlaggebend helfen kann, können Professionelle ja gar nicht geben, ne? Nach dem Motto, du musst irgendwie zum Amt, ich nehme dir 2 Stunden dein Kind ab, ja? Du willst da nicht alleine hingehen, ich begleite dich, ja? Hier kann Selbsthilfe etwas leisten, was einfach unschätzbar ist. Und das wird zu wenig gefördert. Frau Stifter, die diese Anmerkung geschrieben hatte, hier im Gudrun Stifter, hatte nochmal hingewiesen, dass es das Auszeit im Allgäu gibt, also wo Frauen nach der Gewalt, also ohne psychiatrische oder psychosomatische Settings sozusagen anzubieten, einfach Zeit und Raum gegeben wird für das Gespräch und das Verständnis füreinander. So, also, aber es ist, das hatte sie auch nochmal Klingt geschrieben. gut. Auszeit. Genau, da gibt es auch einen Link jetzt in dem Chat, den, glaube ich, alle sehen können, den wir aber auch mitnehmen. Genau, und was war das jetzt noch? Jetzt bin ich leider ein bisschen raus. Ich glaube, das war das Wichtigste. Ja, es ging.
Genau, die Frage, die noch gestellt war. Ja, das andere sind ja ganz viele wichtige Hinweise noch und auch zum Teil Ja. Linkadressen und so weiter. Opferschutzrichtlinie war von Sandra nochmal darauf hingewiesen worden, wie wichtig das ist. Und das Empowerment natürlich sowieso, auch bei Lale zum Beispiel. Genau. Ja, also das war erstmal, waren die Fragen aus der Teilnehmerschaft. Ja, Dankeschön, Frau Krause. Das Danke. ist total hilfreich, dass Sie da immer drauf gucken und das parallel mit beobachten und aufgreifen. Ja, das heißt, viel nochmal auch von Ihnen allen jetzt an Informationen, an Austausch, an Links nochmal zusätzlich zu Frau Kavemanns oder anlässlich Ihres Vortrags oder das Gespräch mit Frau Hellbrand gekommen. Was ich auch noch mal, was sich bei mir jetzt wirklich als Bild ganz doll auch ja, festgesetzt hat, ist Ihre Metapher für diese Pendelbewegungen, wie Sie das beschrieben haben, dass Betroffene diesen Pendelbewegungen durchaus ausgesetzt sind. Also rein in den Sumpf wieder rausschaffen, dann durch irgendwas wieder angetriggert und so weiter. Also umso wichtiger, dass es schnelle, unbürokratische Hilfen gibt und dass man diese Pendelbewegung mit denkt. Und auch sehr wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte sich nicht wegducken, wenn das Thema zur Sprache kommt. Und nicht zuletzt natürlich das Geld und Unterstützung. Unterstützung statt Kampf um Therapie oder Unterstützung statt Kampf gegen Behörden. Ja, das waren für mich auch nochmal so wichtige Stichworte, die jetzt sich bei mir so verankert haben.